und sagen da. Ja, ja, ist egal. Das machen wir dann untereinander. Danke. Hallo Janice, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, ja? Danke. Für dein Volk heute, so wie die anderen. Ja. Ja. Bis jetzt war es gut. Ich hoffe, dass es trocken bleibt. Ja, ja, das hoffen wir alle. Weil wir jetzt voll jetzt schön rüberziehen. Das war das jetzt, weil? Oh. Grüß dich. Hi. Hallo. Brandenburg, AT Düsseldorf. Der Winterwagen ist noch vorbei. Dann kommt die Sonne wieder zu uns in den Ring. Sonne kann ich immer noch vorbei ausschalten. Geh nach vorne raus. Sunny side, bitte. Ah, hallo. Wo sind eure weißen Sticker? Ja. Wo sind eure weißen Sticker? Ja, aber die hätten hier heute alle gereicht. Eins. Immer pass auf, 2001. Ja. Ein der hat's genau. Der ist also sowas von spot on hier, das müsste ich finden. Ja, genau. Aber das ist auch schon mal. Kaum ist man auf dem Sportplatz, also schon ist der Ingers wieder da mit seiner Kamera. Wieder. Ja? Wo ist denn der Regen heute? Sowas. Alle anderen sind schon da. Wir waren und warten morgen auf schon euch da. Schon. Wir warten schon. Ja, natürlich. Guck mal, ob ich dann nicht gegen Laternenfall renne. Nee, wir waren ja Bescheid. Oh. Vorsicht, Vorsicht. Ja, Hebelstellung. Ja. Und wie geht's so? Ja, ja. Ja, die Knochen halten. Ja. Genau. Im Kopf ist auch noch alles gut. Morgen haben wir tolle Weiden der Jugend gesehen. 66 ja? Meter schon wieder unterwegs. Oh. Bei einer Jugendrekord, ja. Ach, oh, da guck ich ja gerne hoch. So, da ist es schon direkt. Aber so wahnsinnig auf die Sonne. Ja, hier in Wiesbaden ist ja ein Normwettkampf, das heißt, die Athleten haben hier die Möglichkeit, bei 3-4 Wettkämpfen in Halle, Wiesbaden, deutsche Meisterschaften, die Norm zu erfüllen. Leider ist das Wetter nicht so ganz gut, wie wir erhofft haben. Die Temperaturen lassen zu wünschen übrig, aber wir sind froh, dass der Regen hier nicht gekommen ist. Und ich erwarte anhand der Form der Athleten 2 Normerfüllungen
lassen wir uns mal überraschen, was nachher der Wettkampf zeigt. Ja. Das ist der nächste Trainer hier. Ich habe mir gegen ihn, weiß ich ja. Genau, jetzt ist es noch um die Olympiade. Wie sind denn deine Perspektiven so dieses Jahr aus? Wo ist denn so in diesem Jahr 2016 deine Erwartungen? Wo soll denn die gehen? Gut, ich denke, wie bei allen anderen, die hier sind, die Olympiade ist mein Ziel und ja, in der Zeit kann ich gehen. Ich bin da schon geworden, mit dem ich mein Ziel, die Olympiade. Sind wir immer komisch mit den Frauen, oder? Meine Damen, jetzt im Rahmen des Lotto Hessen Cups hier bei uns in der Landeshauptstadt in Wiesbaden. Außer der Reihe, immer als erstes in allen Durchgängen, startet unser Gast aus China, Wen Xuntia. Wen ist hier gemeldet mit 62 Metern und 50. Willkommen! Wir sehen Christine Gudenz mit dem Feld der Athletin aus Potsdam mit 62,61. Deutsche Vizemeisterin der U23 und die Europameisterschaft mit einem 3,23. Herzlich willkommen! Eine Dame, ich glaube, jeder hier kennt, Nadine Müller vom SV Halle, 65,72. Dritte der Weltmeisterschaften, fünfte der Olympischen Spiele. Willkommen, Nadine Müller! Das nächste A-Kader-Mitglied, auch von der MTG Mannheim, Janice Kraft, 64,79. U20 Weltmeisterin, hier ist sie, willkommen! Der nächste Gast angereist aus China, Feng Bin, Jahrgang 95, mit 63 Metern hier bei uns in Wiesbaden. Wir begrüßen Marike Steiner, der vom Junior-Elite-Team vom TSV Bayer Leverkusen. Im letzten Jahr eine Bestleistung von 59,3 Meter und die startete sie hier bei uns in Wiesbaden auf. Herzlich willkommen! Willkommen, wir haben sie schon gesehen. Claudine Vita vom SC Neubrandenburg. Willkommen hier bei uns, Top-Team-Mitglied. Julia Fischer vom SC Zeberlin, 66. 46 hier schon bei uns geworfen, eine Dame, die schon ganz, ganz lange dabei ist, startete im Jahr 2007 als Jugendweltmeisterin. Willkommen, Julia Fischer! Und dann haben wir die nächste Athletin vom SC Magdeburg. Anna Rüh, ihre Bestleistung von 66,14. Stellen Sie hier bei uns auf, da sind doch die Zeichen schon mal sehr gut. Willkommen, Anna Rüh! Das waren Sie gewesen, dann denke ich mal, dass wir jetzt gleich... Wir fangen ganz leise an. Werden immer lauter. Lauter. Herzlich willkommen wieder durch. Adrenalin.
63, 77, na, also, da geht doch was. Leiser, ein bisschen leiser gehen wir. Ach, wenn meine Frauen zu Hause auch nur so hören würden, ist das toll. Okay, und wir werden lauter. Wir werden lauter. Wir werden lauter. Und wir warten, wie weit es geht. Wir fangen hierher und wir fangen ganz leise an. Leise an. Wir werden lauter. Wir warten auf die Weite. 60,98 Meter. Leise an. Und wir werden lauter. Und wir sind laut. Wir helfen, wir feuern an. Wieder lauter. Und jetzt richtig das Inferno. Der läuft! Der ist 65,24! Ah! Lauter! Bis wir jetzt alle am Klatschen haben. War weiter. Immer mehr, wir werden immer lauter. Ja, kommt, sehen wir noch ein Stück. Ja, auch wieder mal.
61,98 Meter. Da kommt sie aus der Umkleide, Fischer. 65,24 hat sie das dann erzielt. Wir haben 5. Deutsche Meisterin. Wir haben sie Wiesbaden. 23 noch lang. Ah, der segelt noch, der segelt noch, der geht, der geht, der geht. Der geht aktionell. 66,59. Yes, that's it. Wir verabschieden mit 66,59 Julia Fischer. Nadine, du bist der Beste. Ja, ganz falsch! Sensationell viele Olympianormen. Wir haben ja sensationelle Bestleistungen. Wir haben zum Sechsten brauchen wir wirklich alle. Wenn du ja, die kommt jetzt auf die 60,58. Wir verabschieden Anna Römel. 63,42 Meter. Auch wieder eine tolle Leistung hier für sie in Wiesbaden. Die Chance. Komm, Janice, los! Zwei Stück haben wir noch. Einmal über das Papier. Also jetzt nochmal schnell einen Kaffee holen, ein Bier holen, Bürstchen holen oder sonstiges. Wenn ich denke mal, in dem Tempo geht jetzt hier gleich weiter mit den Männern. Dann machen wir nochmal richtig Ballett. Julia Fischer, CC Berlin! Da ziehen Sie gerade noch die Hose hoch. Das ist nicht so möglich. Ich muss kurz noch das Handy auch noch irgendwie. Alles knapp für die Schulter aus. Auf Rang 2 Silbermedaille. Glückwunsch an. Nadine Müller, VWS auch. Auf Rang 3, Bronzemedaille. 64 Meter 62. Der Glückwunsch geht an. Charlie's Kopf im TV Mannheim. Und jetzt kann ich euch erwarten. Die Charlie's hat heute Geburtstag. Ich würde sagen, das ist ein Ständchenwerk. Wenn ihr müsst mitsingen, damit ich allein singe. Auch wenn der Mensch im Arm jetzt ein bisschen Fotos gemacht ist. Und dann. Dann singen wir ein Liedchen, Stefan, oder? Ja, wir trinken. Dann machen wir einen guten Schlaf. Nochmal zu Chinese Mama. Okay, ich will jetzt reisen, ja? Singen wir dann. Jetzt wird er weg. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Charlize. Happy birthday to you. Guck mal, hey. Hier und heute ist er wie bei allen Austragungen des GLV Discus Cups, bei zahlreichen deutschen, süddeutschen und hessischen Meisterschaften, bei Kreis- und Vereinssportfesten als Wettkampfbüroleiter im Stillen tätig. Der DLV Herrenschild 2016 geht an Markus Ott.
herzlich für diese hohen Auszeichnungen. Wir danken uns bei dir für das aktive Langjährige Engagement. Wir hoffen, dass wir uns lange die besten Positionen erhalten. So viel am Stück habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Wettkampf sehen. In diesem Wettkampf geht es einmal um eine Aber es spricht kein Deutsch. Feder, ist der Main Organizer, ein Jörg's Vater. Thank you for having me down here. I'm enjoying it very much. Yep. It's all very good. Good. Good meeting you. Yeah, very much so. Der Sieger des vergangenen Jahres, Christoph Harting, SCC Berlin. Wir begrüßen mit der 606 vom SC Magdeburg Martin Wierweg. Mit der 609 vom SC Potsdam. Der Mann, der mal endlich zeigen kann, was in ihm steckt, Markus Mönch. Vom VfL Sindelfingen mit der 611, die heute bei uns am Start. Willkommen, Michael Salzer. Vom TV Wattenscheid mit der 608. Wir wünschen mir auf jeden Fall auch einen neuen Wettkampf. Daniel Jasinski. Der Mann, der vor zwei Jahren die Damenwelt im Halbkostüm faszinierte, auch wieder hier bei uns. Der australische Meister Ben Harrodine. Vom TSV Bayer Leverkusen mit der 613. Willkommen, Benedikt Stieben. Und der 10. Liga im Feld vom SV Halle. Willkommen, Sebastian Schäfer. Der geht schon, der geht schon, der geht schon.
67,16 ist gut, aber da geht es auch noch ein bisschen was nach oben. Den deutschen Vizemeister. Bestleistung 68,33 und die wollt ihr hier heute toppen. Dabei. Hat auch schon über 66 Meter geworfen. Wir helfen ihm! Da geht noch mehr, Daniel! Ganz knapp an der Bestmarke dran von 65,98 und die hat er von hier. Also, Wiesbaden ist gut für ihn. Wir sind gut für ihn. Auf der Tag! Komm, Krieg, Krieg, Krieg. Ja, gut. Wie hat dir das heute gefallen? Ja, ist schon erstaunlich, dass bei den Bedingungen hier, es ist ziemlich kalt, die Diskuswerfer haben den Wind von der falschen Seite, dass dann die Ergebnisse herausgekommen sind, so früh in der Saison. Jetzt 7 Deschmeter werfen, das lässt einiges hoffen für Rio. Ja. Und dabei waren die besten Deutschen noch gar nicht dabei oder im Endkampf. Moment, wäre schön, aber man kann ja nichts erzwingen. Also schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Kann ich mit meinem Handy auch ein Foto machen? Ja, mach ich auch. Ich mach zuerst mal ein Video. Nee, ist okay, ja. Das ist der Punkt. Hä? Klein nach vorne. Ich brauch's was, ihr meint. Ja, bin ich. Das war 1-1-1. Wie fandest du heute das Sportfest? Der Werfer Cup bei dem Wetter? Zum Glück wurde das Wetter noch gut. Ich habe 63 Meter geworfen. Ja. Und zufrieden. Ja. Bei dem Wetter, ne? Ja, es ist okay. 63 ist ein solides Ergebnis. Ja. Ich glaube, damit kann man anfangen. Und nächste Woche ist Halle. Da muss man sich auf jeden Fall steigern. Da wird das Wetter wahrscheinlich leider nicht besser. Ja, es ist für beide Tage Regen angesagt. Aber wichtig ist, dass man konstante Würfe hat die Saison und dann bis zu den deutschen Meisterschaften eine gute Leistung gebracht hat. Es dürfen ja nur 3 nach Rio und welche Weite ist da wohl? Ja, ich denke mal, man muss einfach, da wir auch 4 Frauen sind, bestimmt 65 schon werfen. Im Olympiajahr sind immer alle stark, ja, das sieht man an Sandra Perkovic. Die sind doch drin, ne? Wie sieht es mit Kugelstoßen aus? Ja, da lasse ich mich überraschen. Das ist auf jeden Fall auch drin. Die Norm ist jetzt nicht so hoch. Ja, mit 17,75 ist es auch für eine Diskuswerferin machbar. Von daher mal sehen, vielleicht gibt es einen Doppelstart oder noch ist Rio Hauptsache dabei. Da drücke ich auch die Daumen. Ne? Dankeschön. Alles Gute auch. Dankeschön, ne? Ihnen auch. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. Peter, das war ja heute zum Pfingstfeiertag ein ganz großer Erfolg hier. Und ich glaube, die Durchschnittsleistung der Männer war heute besser als im letzten Jahr, trotz dieser Witterung. Ja, also ich kann nicht sagen, dass es besser war. Die Durchschnittsleistung. Die Durchschnittsleistung. Also wir haben halt 10 Leute im A-Wettkampf gehabt. Ja. Wir haben vorne Top-Leistungen gehabt. Beiden gleich mit Daniel und mit dem Martin. Das sind schon Top-Leistungen. Aber auch dahinter waren die Ergebnisse, Markus mit Norm, war in Ordnung. Also, und angesichts der Wetterverhältnisse mit leichtem Schiebewind von hinten, also keine idealen Verhältnisse und der Kälte wie bei einer Winterwurfmeisterschaft, ist es schon erstaunlich, dass die Leistungen, dass wir diesmal wieder an unsere Wiesbadener Leistungen anschließen konnten. Und das nicht nur bei den Männern,
genauso bei den Frauen. Das war ein Bombenwettkampf und mit Spitzenergebnissen. Und auch vor allem bei der Jugend, wo vor allem Clemens Prüfer mit wenigen Zentimetern unter dem deutschen Jugendrekord mit über 66 Metern gewonnen hat. Und dann eine Viertelstunde später im Wettkampf U23 mit dem schweren Diskus, der für ihn ja noch nicht sein Wettkampfgerät ist, mit 61 Metern eine hervorragende Bestleistung aufgestellt hat. Und du bist natürlich auch froh, dass das Wetter so gehalten hat, weil die Voraussage war ja nicht so besonders gut. Nein, ich habe schlaflose Nächte gehabt. Ja. Und wir haben Freitag aufgebaut. Wir hatten hier ein Unwetter mit Hagel. Und der ganze Platz stand unter Hagelkörnern und das Stadion stand unter Wasser. Und wir haben Stunden hier verbracht und gewartet und konnten nicht aufbauen. Und unser ganzer Zeitplan fiel auseinander. Also es waren schwierige Verhältnisse, auch für uns als Veranstalter. Und deshalb bin ich umso mehr froh, dass solche Ergebnisse herausgekommen sind und dass die Athleten wieder gesehen haben, in Wiesbaden kann man werfen. Und in Wiesbaden muss man werfen, wenn man vorne dabei sein will. Und Wiesbaden ist immer eine Reise wert. Wiesbaden ist eine Reise wert und unser Slogan Unendliche Weiten in Wiesbaden bewahrheitet sich in jedem Jahr, egal ob es regnet, schneit, Sonne scheint, der Wind von vorne oder von hinten kommt. Ja, ja. Gut, danke schön, Peter. Ja, bitteschön. Wir gratulieren vom SC Magdeburg Martin Gierig. Auf Band 2 ebenfalls 67,16 Meter. Glückwunsch, Daniel Jasinski, Tepper Wattenthal. Und der David Kobel. Quatsch. Der Markus Wünsch belegt Rang 3. Mit 62,67. Glückwunsch. Wir wünschen allen beiden eine erfolgreiche Saison. Hoffen, dass Olympia erfolgreich wird. Dass er das Ding hoffentlich immer sicher so toll so stark wie er sein kann. Ich verabschiede mich vom 21. Nürnberger hier aus der Landeshauptstadt in Wiesbaden. Ich bedanke mich bei allen hier. Hoffe, dass wir im nächsten Jahr hier auch die Veranstaltung wieder haben und dass ich die wieder moderieren darf. Das ist immer wieder ein Highlight. Also, macht's gut, kommt gut an. Tschüss, bye bye. So, und wie bist du mit deiner Leistung heute zufrieden? In Wiesbaden war ja das Wetter nicht so unbedingt das Beste. Das stimmt. Wechselhaft. Das stimmt. Aber trotzdem, 5 cm? Unter Bestleistung. Unter Bestleistung. Auf Rio? Rio ist ein Ziel von mir, aber es wird schon schwer, wenn ihr mal so sieht, Jasinski und Wierig mit 2x67, muss man schon in Acht nehmen und dann kommen auch noch die zwei Harting-Brüder. Da müsste man ja über 65, 66 müssen man wahrscheinlich auf, doch werfen. Auf jeden Fall und bei den Deutschen natürlich topfit sein. Oh, also da wirklich viel Erfolg. Stellst du die Frage dann direkt? Oder? Ja, und wie bist du denn heute zufrieden mit deiner Leistung? Du war natürlich eine super Bestleistung. Ja, ich freue mich riesig drüber. Ja, auf jeden Fall gut trainiert. Jetzt sind wir eine Woche aus dem Trainingslager wieder da und hier hat es direkt geklappt mit der Bestleistung. Freue ich mich riesig und direkt die Olympianorm. Ja. Und welche Leistung müsste man bringen, um nominiert zu werden? Oh, das werden wir sehen. Also ich denke mal, da sind noch zwei, die auf der Liste sind, die hier noch nicht ganz dabei waren, aber das wird sich auf jeden Fall zeigen. Aber die 67, die stehen jetzt. Und die jetzt stehen nächste jetzt Woche Halle. Erstmal nächste Woche geht es in Halle weiter. Ja, da treffen wir wieder aufeinander und ich bin gespannt. Dann nochmal ein 67er. Das wäre natürlich, ist die Chance natürlich groß. Das Ziel ist immer Bestleistung. Ja? Gut, Dankeschön auch. Gerne, gerne. Viel Erfolg. Ne? Dankeschön. Wir sehen, dass du heute das erste Mal in Wiesbaden geworfen hast. Wie hat es dir denn gefallen? Es war ein sehr schöner Wettkampf. Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter. Ja. War nicht so gut gemeldet. Das Publikum hat super mitgemacht. Das motiviert einen sehr im Wettkampf. Mhm. Und für mich ist ein super Ergebnis rausgekommen. War ein guter Saisoneinstieg mit 64,62 Meter. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen im Hinblick auf Rio. Und welche Weite müsste man erreichen? Drei dürfen ja nur nach Rio, ne? Ja, also die Norm liegt ja bei 61 Metern. Die haben heute einige übertroffen. Ja. Und ich denke, also
an die 66 Meter muss man schon werfen. Man schon, ne? Genau, die Konkurrenz ist sehr stark in Deutschland. Ja, das ist auch gut so. Ja, auf jeden Fall. Bei der Böller genauso, oder? Ja, bei denen war auch ein Top-Wettbewerb heute. Ja. Und ich versuche das natürlich positiv zu sehen und mich dadurch zu motivieren, mein Bestes zu geben. Ah ja, klasse. Ja. Gut, und dann wünsche ich noch einen schönen Pfingstfeiertag. Ja? Vielen Dank. Und gutes Nachhausekommen, wohin? Nach Mannheim. Richtig.